Servus zu einem neuen Teil von The Book of Unwritten Tales. Ich freue mich, dass ihr jetzt schon da seid. Und ja. Ihr wisst, wir haben das letzte Mal, also im letzten Teil, was hast du wieder? Nate hauptsächlich nur Nate gesteuert und haben da ihm eine epische Rüstung zusammengestellt und gesucht und gefunden mit extrem vielen Aufgaben, die zwischenzeitlich gemacht werden mussten. Ja, eine Wasserleiche muss man einen Liebesbrief schreiben. Dann war es ein Regentanz, muss man aufführen. Ein Drachen, also die Drachen, die Ivo am Anfang vom Himmel geholt hat, mehr oder weniger. Hat ja gekündigt und musste jetzt geschaut werden, dass er Feuer spucken kann. Dazu muss man sie wütend machen und so weiter und so fort. So, und jetzt sind wir soweit und wollen eigentlich das Orklager betreten. Mal schauen, was jetzt los ist. Spiel laden. Und dass ihr es besser seht, Play. So. Wir wollen ins Orklager betreten. Ach scheiße. Da werden wir noch jetzt reden müssen, ne? Ich sollte mit dem Häuptling sprechen. Er wird mir hoffentlich das Tor öffnen. Ja. Dann sprechen wir. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. Ja, okay. Ich habe einen Kriegerhelm. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber vielleicht wird das ja noch. Ja, vielleicht. Ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Hier mein neues Schild. Sieh dir diesen Schild an. Ist der nicht großartig? Er glänzt so. Hast du ihn eingefettet? Könnte man so sagen. Und im Wettkampf wird er mich vor allen Angriffen verteidigen. Ob Schwert oder Speer, Feuer oder... Entschuldigung. Kein Feuer. Und Speere sind auch sehr unangenehm. Ich würde es bevorzugen, wenn... Psst, spiel mit. Ob Feuer oder Gift oder Äxte... Oh. Mein mächtiger Schild und ich werden standhalten. Das werden wir sehen, Mensch. Mit zwei Setteilen müsstest du mich nun wirklich langsam mal in euer Lager lassen. Nein, wenn ich mich nicht irre, besteht das Kriegerset aus drei Teilen. Und glaub mir, du hast jedes einzelne davon bitter nötig. Ja, komm, Schwert der Macht. Seht, ich trage das Schwert der Macht. Was willst du denn mit dem Brotmesser? Brotmesser? Elende Grünhaut! Trete hervor! Schild und Schwert sollen bersten, dein Blut soll fließen! Ich werde dir deinen hässlichen Schädel spalten! Na, immer ganz ruhig. Wir wollen niemanden... Ich mag dein Schwert. Muss mich entschuldigen. Du bist ein gutes Schwert. Das Beste! Naja, du bist ganz okay. Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Wilbur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch.
aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Hoffentlich honoriert Wilbur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja. Warum wird's dunkel? Okay, die wilden Lande. Nochmal. Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Gibst du mal Ruhe? So, okay. Wir haben das Vieh, mit dem wir reden können. Und wir spielen aktuell Ivo. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, dass wir den Saugler gegen Wilbur befreien, stimmt aktuell nicht, sondern wir müssen erstmal die beiden befreien. Oh. Okay, ich war ja schon lange nicht mehr im Spiel drin, sonst hätte ich das gewusst. Hör mal, Cheep Cheep. Ich muss nachdenken und das kann ich nicht, wenn du so einen Radau machst. Ja, ja, aber jetzt sind wir nun mal hier und wir müssen irgendwie Wilbur und das Artefakt retten. Der ist mir doch völlig egal. Elender, stinkender, betrügerischer Mensch. Nee, du hast sie doch nicht alle. Das Artefakt entsichert, hast du es gesehen? Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Jo, schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Kannst du die Ketten öffnen? Schau dir mal das Schloss an. Kannst du dich dann nützlich machen? Ich weiß auch, dass du kein Schlosser bist. Aber vielleicht kannst du mit dem Schnabel im Schloss herumstochern und dann... Ganz ruhig, sorry, meine Güte. Ja, Hilfe holen. Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Alleine. So, was haben wir hier alles? Wir haben einmal unten noch... Ketten. Keine Chance. Ich kann mich nicht allein befreien. Die Ketten sind massiv und das Schloss erreiche ich von hier aus nicht. Und auch vor allem ist verdammt gut in den Armen und hier rein in den Schultern. So. Da können wir nichts machen. Foltergerät. Kannst du auch nichts machen, das weiß ich jetzt schon. Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Tja, dann ist es schade, dass Tante Felicia nicht hier ist. Ohne Telekin... Tja, dann ist... Gut. Die Tür könnte noch zu einem Problem werden. Nachdem ich dieses kleine Problem mit den Ketten gelöst habe. Mehr können wir nicht machen. Cheep Cheep haben wir bereits geredet gehabt. Oh, mal Cheep Cheep. Das hier ist alles so gar nicht nach seinem Geschmack. Ich lass ihn lieber in Ruhe. So. Du? Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Haha.
Wenn ich dein Herrchen in die Finger bekomme, werde ich ihn umbringen müssen. Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hm? Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Lass uns, wir müssen uns befreien. Hilfst du mir? Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Du... Ach, gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay, aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung, versuch's. So, was haben wir? Großer Kasten. Arschogeleile? Und der Puckel hier? Arschogeleile? Und der Puckel hier? Okay, Telefonzelle. Ihn nimm mal mit. Alles gut. Vor allem ist es genial, die beiden unterhalten sich über alles Mögliche. Ach, da kommst du nicht hin. Nee, das mache ich jetzt nicht, das mache ich später. Betrachte das Foltergerät. Ja, komm. Vollkommen deine Meinung. Der hängt da auch schon drin. Okay, du hast bereits alles mitgenommen. Gehe ich davon aus, dass wir gleich rausgehen. Kommst du nicht hin? Kommst du nicht hin? Kannst du die Tür öffnen? Okay. Wo kommst du her? Nochmal zurück. Okay. Ich frage gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Mhm. Ein Troll. Der Troll bewacht den Kerker? Er hat einen Schlüssel? Den brauchen wir.
Du musst dir etwas einfallen lassen. Ist okay, ich möchte aber erstmal hier schauen. Geht nicht. Und durchgehen will er nicht. Ist geil, aber bei der Tür kommt er durch. Klar. Oh, das war's hier drin. Balakabumbu! Reden wir mal. Okay. Aschogeleile? Dekalak! Drehen wir zurück? Ja, natürlich. So mal liegen. Ach, das ist Loch. Hallo, Vieh? Ich kann dich hören. Ach gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Das heißt, sie hockt hier unten drinnen. Aschogeleile? Auch nicht. Okay, da darf ich nicht hin. Das Brett betrachten hilft uns aktuell nichts, weil das Wort drehen bringt uns auch nicht weiter. Die Treppe hoch. Aschogeleile? Es hilft halt verdammt viel, was der alle sagt. Aschogeleile? Okay, bringt nichts. Gehen wir mal ein bisschen höher. Rechnet ja keiner damit, dass wir höher kommen. Ach du Scheiße. Ja, was war das hier? Okay, wir können uns hier drin verstecken. Muss man wissen. Auch verschlossen. Okay. Oder Schrei. Nochmal, nochmal Schrei. Verschiedene Kunstwerke. Okay.
Okay, das ist hart. Hin. Okay, er hat's kapiert. Ja. Jetzt haben wir hier ein Getränk, Stoppfest, fetzende Stange, samt Kissen. Wir können uns verstecken, das kriegen wir nicht auf. Ich habe das Gefühl, Samtkissen aus Brett. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert nochmal. Ja, man fällt mal die Kanonenkugel runter. Volltreffer. Das Problem ist halt immer, was kann man machen mit dem Zeug? Das und das passen zusammen. Nein, das tun wir wohl auch nicht. Gut. Das ausschließen, nein, nein, nein. Oh, ich habe jetzt eine Fackel. Ja, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Bin mit Ivo, vielleicht hat die noch was. Hallo? Hast du schon eine Idee, wie du mich befreien willst? Hallo? Bist du noch da? Schon wieder weg. Ich hoffe, es beeilt sich. Schon wieder weg, ist geil. Was
Klingt alles nichts. Alles nichts. Also, habe ich das Gefühl, dass es nichts bringt. Gut, wir haben einen Schlüssel. Roll ist weg. Den haben wir noch mit. Ah, zu schwer. Man fragt sich teilweise, wie das funktioniert, dass der das da durchkriegt. Ach, dann machen wir erst Ivo auf. Danke, endlich. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Frage ist, kommst du da raus? Sie ist fest verriegelt. Du meinst, der Riegel ist für dich zu schwer, um ihn anzuheben? Irgendwie muss er aber weg. Ach nee, was ist mit einem großen Kasten? Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Auf den Wänden sind hier wohl... Okay. Das bringt nichts. Telefonzelle bringt nichts. Eben noch mal Jeep. Armer Cheep Cheep. Das hier ist alles so gar nicht nach seinem... Okay. Dieser Schacht muss irgendwo nach draußen führen. Aber er ist zu eng und zu weit oben, um hinausklettern zu können. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Nichts. Gehen hier nochmal. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Das wird aufgehen, habe ich das Gefühl. Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbur und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht. Hallo? Hallo? Nichts.
Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Hey! Aua, was? Du? Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt, aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. So, irgendwie müssen wir euch aus dem Loch holen. Oder? Ja. Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Was heißt das? Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich. Nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mortrogas Zauberstab? Ich befürchte ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Ein magisch versiegeltes Schloss? Was heißt das? Was habt ihr mit Erzhexe alles erzählt? Was habt ihr Mortroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihn von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. Oh, ja. Meine Begleiter sind durch den Portal gegangen. Wohin können sie geführt haben, oder? Habt ihr einen Anruf für den roten Kasten, dort gut ist? Der rote Kasten. Dieser rote Holzkasten dort, wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Das Portal jetzt. Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Schauen wir nochmal. Dieser Ruth. Das habe ich mich auch. Er scheint. Morto. Ist okay. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Okay, MacGuffin ist da. Das ist da. Das ist da. Schauen wir mal nach. Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein. Wo packst du diese Kugel hin?
Eine recht enge Zelle mit einem mächtigen Gitter. Vermutlich für besonders gefährliche Gefangene. So. Eine recht enge... Okay. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. Gut. Hier können wir dran ziehen, Cheep-Cheep. Bewegt sich kein Stück. Bewegt sich kein Stück. Gut, wir können nicht aufmachen. Wir geben mal Plakat. Nein, ich will dich. Danke. Jetzt kommen wir auch noch rüber. Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. So, machen das Plakat ans Sichtfenster. Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Hält. Eine massive Holzkonstruktion mit dem oder ein Katapult oder einen hübschen Tisch. Die bauen wirklich einen Katapult auf? Es ist Kunst. Feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. Schon. Volltreffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Das wäre das. Comfy, weiter geht's. Ivo geht mal nach oben. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Gut. Wir haben Glück, dass Fifi gerade nicht zu Hause ist. Zweiköpfige brennende Kernhunde nerven immer, auch wenn dieser ziemlich klein zu sein scheint. Mhm. Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Hier aus der Gegend ist es zumindest nicht. Was haben wir sonst noch? Wir können runter. Ja, ich will kurz kontrollieren, bevor ich jetzt hochgehe. Ich werde jetzt schauen, ob ich runterkommen würde. Die Straße führt hinab in die Stadt. Sie ist als Fluchtweg nicht zu gebrauchen. In den Gassen lauern die finstersten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Und niemand würde auch nur einen Augenblick zögern, einer Elfe den Kopf abzuschlagen.
Nur eine einzelne Wache hier oben? Das ist seltsam. Andererseits, Mortroga kann auf sich selbst aufpassen. Was denn? Wie fast alles hier dürfte die Vase Beutekunst sein. Sie ist nicht schön, aber dafür unhandlich. Ja. Kleine Truhe. Pass auf. Fest verschlossen. Da hat es Fion gehandhabt. Da haben wir das. Irgendwelche Dokumente. Aber da komme ich nicht ran, ohne dass die Wache mich sehen würde. Ach so, stimmt. Wir sind ja von hinten herkommen. Das ist ja der Dosenöffner von der Rückseite. Okay. Magierstab von ihr. Ist gerade wirklich so. Beutekunst, die Truhe kriegen wir nicht auf. So nie. Kommen mit dem Vieh auch noch hoch. Was haben wir hier? Jeep, der interessiert gerade nicht. Das können wir nicht machen. Da sagt nichts. Was sagst du nur? Achso, da hat es wieder hingeklickt. Wir können ja auch nichts machen. Ach, schon geleider? Ich hab nicht guter Tage! Ein erstklassiges Versteck für das Vieh. Es kann abtauchen und niemand würde erwarten, dass in der Vase ein Ding ist. Ja. Irgendwas muss man noch machen. Da kommen wir hin, wir können es nicht öffnen. Danke. Die geht in die Vase. Ivo geht runter. Nein, du gehst in die Vase. Irgendwo hänge ich wieder gerade. Zünde das Banner an, genau. Das könnte ich tun. Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Was zum Feuer? Ich mich immer darum kümmern!
Amiibos da. Okay. Gebe Frostsaub Amiibo. Danke. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Seid ihr zufällig magisch begabt? Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden, aber ich kann ihn nicht benutzen. Da muss ich passen. Ich bin auch nicht magiebegabt. Wer ist das heutzutage schon? Okay. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Gut, reden wir nochmal mit dem Vieh, vielleicht hat der noch Informationen. Bin ja alles umgedreht. Du, Vieh? Der Türspalt ist nur ein paar Zentimeter hoch. Wie zum Henker kommst du da durch? Hast du keine Knochen? Oder bist du ein magisches Wesen? Ein Formwandler vielleicht? Auf jeden Fall macht dich das viel nützlicher als Cheep Cheep. Das hättest du vorhin beweisen können. Aber du hattest ja Angst vor der Luftabwehr. Wie immer ein erhellendes Gespräch. Danke, Vieh. Ja, sprich mit Ivo. Hallo, Vieh. Gibt's was Neues? Ich kann dich nicht verstehen. Tja, wenn du das sagst. Wie kann Nate dich nur verstehen? Oder tut er nur so? Du hast einen Plan? Du möchtest etwas essen? Dir ist kalt? Timmy ist in den Brunnen gefallen? Das wird so nichts. Sicher. So, was haben wir nochmal? Wir haben die Fackel hier. Ich gehe mit dem Vieh nochmal nach oben. Oder sagt der noch was? Das bringt alles nichts. Ist okay, du kommst nicht ran. Sag mal. Da ist nichts. Das ist das Hauptproblem. Wir haben einen Frostzauber. Es ist halt wie nichts da. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Ich muss... Haha.
Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Hier ist nichts. Selbst hier, die Fackel ist da noch da, aber... Bin ich gerade wirklich so saublöd und finde das nett, oder? Mal, irgendwo muss das noch weitergehen gerade. Sorry, ich verstehe gerade wirklich null von dem, was ich jetzt gerade. Also eigentlich verstehe ich genug, aber ich stehe auf dem Schlauch. Sorry. So, ich habe jetzt gerade mal kurz nachgelesen. Ich bin eigentlich fast fertig. Ich verstehe gerade so nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Das kann ich vergessen. Die Gitterstäbe sind aus massivem Eisen. Kann ich nicht einfach kaputt hämmern? So, was haben wir? Ich beherrsche diese Art. Ah. Okay. Wir haben noch einen Magier in der Familie, wie es aussieht. Wo gibt's das? Wieder ins Vieh. Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Okay, mach ich wieder zu. So, wir machen das hier drauf. Das habe ich nicht gemacht. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Was hat es vor? Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Schmiede haben auf die Gitterstäbe. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Freiheit! Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh! Ja. Gib ich ehrlich recht. Und natürlich auch auf dich. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen, aber es ist mir nicht gelungen. Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er.
Habe ich jetzt denn auch noch? Komm. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Hier wurden noch ein... MacGuffin? Ja. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Woher bekommt die Nummer einen dieser Apparate? Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht... Das ist eine S. Was glaubt ihr? Wer weiß es. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines... Ich eile. Ausgezeichnet. Bis später. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Oh. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Unbemerkt auf den Platz komme ich trotzdem nicht. Nichts, okay. Wir geben den Draht zurück. Der weg ist. Ist geil. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren?
Irrsinn. Wenn wir Pech haben, müssen wir viele Milliarden Nummern ausprobieren. Und wer weiß, an welchen Ort uns eine falsche Nummer bringt. Schon gut, schon gut. Aber die Nummer fehlt noch. Können wir nicht einfach ein paar ausprobieren? Irrsinn. Schon gut, schon gut. Ja, gerade eine... Okay. MacGuffin, ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Das sollte uns weiterhelfen. Okay, das... Mal schauen. Habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, auch nicht nachgelesen. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Ah. Mal weiter. Schaut hier, dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal, darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Tatsächlich, hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Dann wollen wir mal sehen. Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Vielleicht. Also schön. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Und wegfahren sie. Das war interessant. Einfach lächerlich. Ja. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Okay. Eigentlich könnten wir es entsprechend zusammenschneiden, das war egal. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Nun ja, ich bin als letzter übrig. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell. Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Du kannst sie nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Und ist zum Abschuss freigegeben. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Okay, ich darf das Lager nicht verlassen. Wenn ich da raus spaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Das wäre Wilburs Tod und meiner. Ein Termitenhügel, die können auch deutlich größer werden. Dieser hier ist ja nicht so beeindruckend. Du bist auch nicht so beeindruckend. Hä?
Wer spricht da? Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Kein gutes Zeichen. Klappe halten. Hier unten, du Affe. Wer seid ihr? Termiten natürlich. Sprechen die Termiten? Ihr könnt sprechen? Ist dir das aufgefallen? Uns gibt es seit 100 Millionen Jahren. Warum sollten wir nicht sprechen können? Ihr Affen habt's doch auch gelernt. Wieso Affen? Wir Menschen wurden vor 8000 Jahren von einem unsichtbaren Zauberer erschaffen. Und ihr beherrscht den Planeten? Planeten? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Ich glaube, ich lasse sie erstmal in Ruhe. Der Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Okay. Ein Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wurde. Vielleicht ist es irgendein Trainingsgerät. Ein Baumstamm, auf den... Betrachtet das. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Wenn man sich so überlegt, die haben wir jetzt im dritten, also im Viehchroniken gehabt und jetzt wieder. Jo, so. Orkhäuptling ist interessant. Ich tue das mal als Lager. Also macht ja keinen Sinn. Okay. Schildpanzer? Der Schild einer Galearenpanzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Die Pfanne sieht noch recht gut aus, auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Alles verlassen, alles im Krieg, ist der Hammer. Ach nee. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Seltsame Kerl. Hier gibt es sprechende Kühe. Warum sollte es nicht auch sprechende Ziegen geben? Moin. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Jorge. Ich bin fahrender Händler. Gezwungenermaßen. Wie mein? Ich bin aus Seefels abgehauen. Dachte mir, hier bei den Orks müsste es besser stehen als bei den Menschen. Irgendjemand muss diesen verfluchten Krieg doch gewinnen, oder? Darauf würde ich nicht wetten. Ja, leider. Für einen ehrlichen Händler wie mich lohnt sich selbst Kollaboration mit dem Feind nicht mehr. Warum durftest du hier ins Lager? Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey! Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Ziemlich verdächtig. Nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Viel sogar. Genug geredet. Ich habe einen Gnomen zu retten. Ah, wenn du meinst. Das ist so eine Art... Ist okay. Die kann man alle drehen.
Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen, zumindest von hier. Eine Zielscheibe. Okay, okay, okay. Das heißt, wir schießen wahrscheinlich von hier Richtung hier, dann prallt er ein paar Mal ab und kommt dann hier rein. Oder andersrum irgendwie. Das ist immer dann. Das ist das größte Zelt hier im Lager. Es dürfte das des Häuptlings sein. Ja, mal rein. Nate, was tust du hier? Dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ja, dann los. Ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Nein, also nicht direkt zurücklassen. Aber es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit. Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Wen denn? Dein Heldenmut. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Massas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn es optimal läuft, sogar in einem Stück. Was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Wo? Da! Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bannzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Bin gleich wieder da. Beeil dich! Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Eben. Gut. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht, jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Können wir es mitnehmen? Nein. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Gut, weiter kommen wir nicht. Da ist auf rechts noch was. Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Eine Pfeilspitze aus Stein. Nimm mal mit. Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Eine beeindruckende Sammlung, aber sie durfte mir nicht weiterhelfen. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern.
Bankkreis. Moment, da unten war was. Aber wahrscheinlich die Entfernung zum Kreis irgendwie. Dich. Reden wir mal. Oh, reden wir erstmal mit Massas. Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Hallo Sonnenschein. Ich doch. Ist okay. Also. Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Oh, schon wieder Arm drücken? Nein. Ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ihr stoßt euer Sportgerät, den Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiterstößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Korrekt. Ein sehr guter Versuch. Zwölf Fuß. Hervorragend. Das kann nicht so schwer sein. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet, die ehrenvolle Masas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Von mir aus... Hier mit dem Zwerg. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Bescheißen, was das Zeug hält. Etliche zusammengeknotete Socken. Sonst gibt es immer Streit, wessen Füße als Messgrundlage dienen sollen. Einige Händler in Pockmoor haben extra Angestellte mit besonders großen und mit besonders kleinen Füßen. Je nachdem, ob sie Waren ein- oder verkaufen, werden dann mal die einen und mal die anderen genommen. Irgendwie muss ich den 12-Fuß-Stoß von Massas überbieten. Geht nicht. Irgendwie muss ich... Nehmen wir die noch mit. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr... Okay. Eben mit dem Termiten, fahren wir nochmal. Aushöhlen. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zu Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Was wollt ihr denn? Ein Brett? 1784? Chateau Latif. Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. Könnt ihr den Zwerg nicht einfach so aushöhlen? Könntet ihr nicht bitte einfach so den Zwerg aushöhlen?
Da bist du an der falschen Adresse, Affe. Sehen wir aus wie Holzwurm-Sozialistenpack? Schlimmer. Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Okay, da können wir nichts machen, Wir müssen noch das Maßband wahrscheinlich verkürzen. Aber dazu fällt mir auch noch die mal das Teil. Hier haben wir nichts. Gehen wir nochmal rein zur Wölbung. Ja, irgendwas müssen wir machen. Ich habe das Gefühl. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Ich habe ganz schwache Erinnerungen, aber die möchte ich noch nie nennen. So, da kommen wir nicht weiter. Aber hier bringt das alles nichts. Lieber. Hier, euer Chateau-Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oh, das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs! Bring uns zum Zwerg, King Kong! Du bist so ein... Klappe! Ich habe alles unter Kontrolle. Hey, Jungs! Es gibt Arbeit! In Ordnung. Los, Männer! Angriff! Das sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Das langt noch nicht. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig! Wir sind bereit! Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Der Mensch hat gewonnen. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Glück muss man haben. Ja. Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen.
Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Masas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Dafür haben wir... Ach, er ist weg. Massas trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Schon beinahe ein Pfeil, so würde er... Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Gut. Fehlt uns nur noch ein Bogen. Moin. Servus. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich habe keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Genug geredet, ich... Wenn du meinst. Geh ich mal mit der Gestalt. Grüße, Fremder. Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein... Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Moin. Servus. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Das hab. Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Ich brauche 98. 98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen, aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Wenn du meinst. Ich bin wieder mit dem. Grüße, Fremder. Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut.
Aber er hat keine 98 Kupferkessel. Natürlich nicht. Warte hier. Bald werde ich deinen Bogen haben. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Wenn ich da rausspaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Das wäre Wilburs Tod und meiner. Moin. Servus. Genug geredet. Ah, wenn du... Warte, hier, wo soll ich denn hin? Ich kann einmal hinlaufen und wieder zurück. Hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Hier. Danke. Warum tust du das? Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Komm, wir probieren's aus. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Muss ich Massas in 2 von 3 Disziplinen schlagen, um den Wettkampf zu gewinnen? Wenn du 2 von 3 Disziplinen gewinnst, gehört dir der Preis zu 2 Dritteln. Massas kann sich aussuchen, welches Drittel sie behält. Großartig. Das Zelt, in dem Webo hängt, ist deins, oder? Allerdings. Und lass ja die Finger von meinen Sachen, verstanden? Mich interessieren nur der Gnom und die Kiste, die er bei sich hatte. Den Gnom bekommst du, solltest du den Wettkampf gewinnen. Aber die Kiste bleibt hier. Ich habe sie gefunden. Webo hatte sie bei sich. Und genau da habe ich sie gefunden. Wer garantiert mir, dass Massas uns gehen lässt, sobald ich gewonnen habe? Niemand. Solange der Wettkampf läuft, schützt dich unsere Tradition und die Ehre der Krieger. Und sobald der Wettkampf vorüber ist? Heißt es Kriegerin gegen Weichei. Super. Ich habe jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Also gut, dann zeig uns dein Können. Aber Massas hat genau ins Schwarze getroffen. Wie soll ich ihre 10 Punkte überbieten? Indem ich ihren Pfeil spalte vielleicht? Ach, das würde dir nicht helfen. Massas hat einen perfekten Schuss gezeigt. Du kannst höchstens mit ihr gleichziehen. Und was passiert bei Unentschieden? Der Preis wird geteilt. Der Preis ist ein Gnom. Wo ist das Problem? Und jetzt, schieß! Und jetzt? Du hast beliebig viele Versuche, besser zu schießen als Massas. Solange Massas keinen Fehler macht, kann ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Massas! Verdammt! Schade! Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Massas hat gewonnen. Bis später dann. Auf bald, Krieger. Ach so.
Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Und alles nicht. Jetzt reden wir nochmal drüber mit unserem Kollegen. Je weniger ich mit dem Typen reden muss, desto besser. Hallo, ich... Ich habe die 98 Kupferkessel. Tatsächlich? Lass uns über den Preis sprechen. In Ordnung. Ich sag meinen Auftraggebern, dass die Ware verfügbar ist und lasse sie schon mal ein paar Säcke Gold schicken. Sollte sich ehrliche und harte Arbeit endlich wieder lohnen? Dir ist klar, dass ich dich mit einem Betrug nicht durchkommen lassen würde? Ja, nee, das ist klar. Was hast du denn so... Was suchst du denn? Irgendwie scheinst du rein gar nichts Sinnvolles zu verkaufen. Was soll ich tun? Meine Lieferanten sind tot und liefern nicht mehr pünktlich. Aber irgendwas Sinnvolles musst du doch verkaufen können. Mal sehen. Ich habe einen Verkleinerungsring. Mach zwei Haufen Gold. Etwas Feuerwasser. Oder hier, ein magischer Stein. Was tut er? Er zieht Metalle aller Art an. Du meinst einen Magneten? Nein, er ist ein magischer Stein. Schwerter, Ketten, Pfeile, alles zieht er an. Ui, magisch. Wie viel kostet dieser magische Stein? 3 Säcke Silber und 2 kleine Haufen Gold. Pff, das ist doch lächerlich. Solche Steine liegen nicht einfach in der Gegend herum. Ich schlage ein kleines Spielchen vor. Ein Spiel? Was für ein Spiel? Keine Ahnung, aber wenn ich gewinne, bekomme ich den Stein. Und sollte ich gewinnen? Dann bekommst du mein magisches Kriegerset. Unverschämtheit! Ein magisches Kriegerset? In Ordnung, aber ich lege die Regeln fest. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 100 aus. Ich passe. Aber wieso denn? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich in einem Spiel mitspiele, in dem ich verlieren kann. Ich bin Geschäftsmann. Wegen des... Hast du es dir anders überlegt? Nein, danke. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Irgendwas fehlt wieder. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Bis später. Auf bald, Krieger! Du musst nochmal aus. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Nochmal versuchen. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas. Verdammt. Schade. Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Pass doch auf! Masas hat gewonnen. Bis später dann. Auf bald, Krieger. Grüße, Fremder. Masas, der junge, hässliche Ork-Krieger mit dem weibischen Auftreten dort hinten, ist ein verdammt guter Bogenschütze.
Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, nicht jedes Mal ins Schwarze. Ich weiß, das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial. Damit, tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du so etwas wie ein Wahrsager? Auf dem zerknüllten Zettel der vermummten Gestalt stehen drei krakelige Zahlen. 42, 79 und 2,5. Selbst wenn der Typ ein Wahrsager ist, welche der drei Zahlen ist die des Krämers? Hier erstmal das Spiel. Moin. Servus. Wegen des magischen Steins. Hast du es dir anders überlegt? Willst du ein Spielchen wagen? Naja, vielleicht, wenn du deine Zahl aufschreibst. Wenn ich die Zahl aufschreibe und nicht mehr nachträglich ändern kann, steigert das deine Gewinnchancen ganz erheblich. Dann schreib drei Zahlen auf. Das ist es. Drei Zahlen? Und wenn du nicht alle drei errätst, bekomme ich dein magisches Kriegerset? Genau. Aber wenn es mir gelingt, bekomme ich den Stein. Das klingt akzeptabel. Drei Zahlen. Wie lauten sie? Sagen wir 42? Falsch. Du musst mir den Zettel nachher zeigen. Also schön, richtig. Die nächste Zahl ist die, 79. Wie machst du das? Und die dritte Zahl? Oh, mit der dritten Zahl wolltest du mich bescheißen, ne? Es ist die 2,5. Das ist doch, du... Den Stein bitte. Und bevor du irgendwelche Tricks versuchst, ich glaube nicht, dass der Häuptling Verständnis dafür hat, wenn du in seinem Lager deine Wettschulden nicht begleichst. Du steckst mit diesem Kundenträger unter einer Decke. Er ist ein schwarzer Magier, ein Gedankenleser, das sage ich dir. Er benutzt dich für seine Zwecke. Und wenn du tot im Staub liegst, hole ich mir meinen Stein zurück. Und das Kriegerset. Ja, genug. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Es ist und bleibt immer das gleiche Spiel. Wisst ihr, wer hinter dem schwarzen Kundenträger steckt? Ich habe schon eine Idee. In Ordnung, die beiden sehen gerade nicht her. Ich habe ihn direkt an der Kante befestigt. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas. Was zum... Ups, lass mal einen Profi ran. Mit einem Schuss ins Schwarze würdest du den Wettkampf gewinnen. Masas hat gewonnen. Aber nur mit Glück, oder, Sasi? War wohl nichts mit. Ich treffe immer, hä? Bis später dann. Auf bald, Krieger! Nochmal. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas. Was zum... Naja, das kann im Alter schon mal passieren. Mit einem Schuss ins Schwarze würdest du den Wettkampf gewinnen. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Und
unmöglich. Ich... Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht ich. Oh, heulst du gleich? Kommt nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Gut. Das bringt alles nichts. Hier ist nichts. Hier haben wir auch alles fertig. Obwohl, den Bock kann ich immer noch machen. Wollen wir den Wettkampf nicht einfach an dieser Stelle beenden? 0-2 ist besser als 0-3, weißt du? Ich werde diesen Wettkampf gewinnen und mir mein Drittel des Preises holen. Ich will den Kopf. Wie kommst du auf die Idee, du würdest diesen Wettkampf gewinnen? Bisher waren deine Leistungen eher mittelmäßig. Ich ziehe mein Handicap zurück. So sei es. Was? Du hast nun nicht mehr beliebig viele Versuche. Wer dieses Rennen gewinnt, gewinnt den Wettkampf. Ich werde hier auf dich warten. Mit meinem Drittel des Preises in Händen. Aber... Ein Wettlauf stellt die Prüfung der Geschwindigkeit dar. Lauf von hier bis auf die Spitze des Berges dort hinten. Ich werde euch beobachten. Wer als erster zurück hier im Lager ist, hat gewonnen. Alles schön und gut, aber ich glaube, ich brauche da noch... Los! Wenn dir der Preis etwas bedeutet, bist du am besten vor ihr wieder hier. Oh Mann. Ich konnte nicht. Nun komm schon, Mensch. Nur noch wenige Meter und du hast gewonnen. Was? Du führst. Aber Sasi? Die ehrenwerte Marsas ist noch nicht zurückgekehrt. Jetzt geh schon rein. Lahme Sau. Damit steht es dir und deinem Preis frei zu gehen, wohin ihr wollt. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Erst der Gnom, dann die Flucht. Vielleicht willst du noch etwas auf deinen Sieg trinken? Oder willst du lieber sofort fliehen, bevor Marsas zurückkehrt? Wir sollten uns verdrücken, bevor Marsas zurückkehrt oder der Kuttenträger Ärger macht. Was ist mit der Kiste? Das ist meine. Die hab ich gefunden. Aber... Herr Häuptling, Sie sprachen eben von einem Trunk, mit dem wir auf meinen Sieg anstoßen könnten. Ja, wir könnten... Lassen Sie uns gehen. Wilbur, du bist noch zu klein. Warte hier. Verstanden. Also los. Ich finde, meine Magierkluft steht mir ziemlich gut. Zu Hause werden Sie alle Augen machen, wenn... ich erst einmal zurück bin. Ein geflochtener Korb. Mal sehen. Halbfertige Socken und Topflappen, Nadeln, Wolle, Orkstrickzeug. Viele wissen heute nicht mehr, dass Orks das Stricken erfunden haben. Genau wie Bridge und das Köpfe auf Lanzen stecken. Da ist das Kästchen. So nah und doch unerreichbar. Ich kann den Bannkreis nicht betreten, sonst geschehen Dinge. Na, der Gnom. Ich heiße Wilbur. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz. Und du stiehlst doch nicht von meinen Sachen, oder? Mm-mm. Ich behalte dich im Auge. Das könnte zu dem Wettkampf gehören, von dem Captain Nate erzählt hat.
Vorne kann ich nichts Interessantes entdecken. Und hinten? Hey, hier ist etwas. Ein Stein. Seltsam. Es ist, als würde der Stein an der Zielscheibe festkleben. Vielleicht zieht er Stroh an? Okay, schauen wir nochmal nach. Ich habe den Zauberstein am einen Ende des Fadens festgebunden. Da ist nichts. Hast du was mitgehen lassen? Vielleicht die Kiste, die ich bei dir gefunden habe? Nein. Also gut. Stinkesocken. Die fasse ich nicht an. Oh. Das ist ein gebogener Draht. Vielleicht eine Art Vogelscheuche. Das ist ein gebogen... Das ist ein bemalter Holzstamm. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht ging es... hallo. Ich vergesse immer zu reden mit Leuten. Sie haben meine Kiste geklaut und ich will sie zurück. Ich habe die Kiste gefunden. In deinen Händen. Und was man findet, darf man behalten. Alte Ork-Weisheit. Was muss ich tun, um sie zurückzubekommen? Ein etwa 2 Meter großer Klingenmeister werden, der mich im Kampf besiegt. Wenn ich wüsste, welche 3 Prüfungen ich dafür erledigen muss, hätten sie jetzt ein Problem. Guck mal, da sind es immer 3 Prüfungen, die durch 3 weitere Prüfungen pro Prüfung ersetzt werden. Das ist doch der Hammer. Wie genau funktioniert dieser Bannkreis in Ihrem Zelt? Platz für etwa einen Diebstahl, mein Kleiner? Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist die neueste Bannkreistechnologie. Hat mich einen kleinen Sack Gold gekostet. Aber dafür muss ich mir nie mehr Sorgen machen, dass andere Orks meine Schätze stehlen. Kann ich mal sehen? Warum nicht? Das Passwort kenne nur ich. Und Captain Nate hat wirklich den Wettkampf gegen Marsas gewonnen? Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Er hatte eine Menge Glück, würde ich sagen. Ich an eurer Stelle würde mich aber bald auf die Socken machen. Mit Marsas ist nicht zu spaßen. Und unter uns, dieser Kapuzenträger, er ist auch nicht gerade freundlich gesinnt. Danke für die Warnung. Ich muss weiter. Nur zu. Die Packung zeigt einen Einbrecher, der K.O. mit verdrehten Augen auf dem Boden liegt und sabbert. Und was steht hier? Das Do-It-Yourself-Bannkreis-Set schützt alles, was Ihnen lieb ist. Enthält Kreide, eine bunte Anleitung sowie die Bestandteile der Notfallkopfabschirmung. Hier sind eine Bauanleitung und zusammengefaltete Mithrilfolie, aber keine Kreide. Hier steht, wie das System funktioniert. Wurde der Kreis korrekt auf den Boden gemalt und wurden alle Zauberformeln gesprochen, so ist der Schutz aktiv. Versucht nun jemand, den Kreis zu betreten, ohne an das zuvor gewählte Passwort zu denken, trifft ihn der böse Blick aus dem Himmel. Er wird die Gedanken des Diebs verwirren und Kontrolle über seine Handlungen übernehmen. Das System ist narrensicher.
Wer nicht an das Passwort denkt, wird vom bösen Blick getroffen und ausgeschaltet. Das ist zusammengefaltete Mithrilfolie. Opa sagt, früher war das mal sehr wertvoll. Aber nachdem die großen Vorkommen im Süden gefunden wurden, packt man darin nur noch Butterbrote ein. Was steht? Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen, haben Sie die Möglichkeit, aus der mitgelieferten Mithrilfolie und dem Drahtgestell eine Schutzvorrichtung zu bauen. Diese schützt Sie vor dem bösen Blick, sodass Sie den Kreis gefahrlos betreten können. Wenden Sie sich bitte trotzdem so schnell wie möglich an einen Techniker, um ein neues Passwort festzulegen. Wie die Schutzvorrichtung aussieht, ist hier abgebildet. Auch die Mithrilfolie habe ich. Aber der Draht war nicht mehr in der Packung. Okay. Die Packung zeigt ein Einbrecher, das Do-It-Yours... Da haben wir einen Draht. Kriegen wir den jetzt runter. Mit dem Stein als Gewicht könnte es funktionieren. Er scheint auch Metall anzuziehen. Ich biege den Draht so, wie das Gestell in der Anleitung aussieht. Jetzt noch die Mithrilfolie darüber. Fertig. Das machen wir nicht vor. Also gut. Es funktioniert. Ich muss zufällig an das richtige Passwort gedacht haben. Gedacht habe ich Naja. Was man halt so denkt, wenn man stolpert. Funktioniert wirklich. Wenn ich die Kiste nehme und damit aus dem Zelt spaziere, würde der Häuptling es bemerken. Ich kann sie schließlich schlecht in die Hosentasche stecken. Captain Nate hat große Gefahren auf sich genommen, um mich zu retten. Ich wusste, dass er ein Held ist. Da ist ja auch mein kleiner Freund. Komm schon, sing uns mal das Lied, das du so gut kannst. Ich hoffe mal, ich muss ihn hier nicht raustragen. Ich lasse die beiden lieber in Ruhe. Ja, muss sich leichter bewegen. Okay. Seltsam. Wer diesen Erdhügel wohl gebaut hat? Vielleicht so etwas wie ein Murmeltier? Murmeltier? Diese elenden Säugetiere wären dazu überhaupt nicht in der Lage. Ein Erdhügel, der sprechen kann? Noch einer von den ganz Schlauen. Wir sind Termiten, du Nulpe. Ich bin ein Gnom. Nulpen haben runde Ohren und sind etwas größer als Gnome. Geh uns aus der Sonne, Warmblüter! Vielleicht können die Termiten mir mit dem Kästchen helfen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Entschuldigung? Der Zweibeiner ist zurück. Der kleinere von beiden. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich eine kleine Truhe aus dem Zelt des Ork-Häuptlings holen kann, ohne dass er etwas davon bemerkt? Wir sind Termiten. Natürlich haben wir eine Idee. Hunderte. Aber warum sollten wir etwas wie dir helfen? Naja, es geht um das Artefakt des Schicksals. Das Artefakt, was alle Wünsche erfüllt? Genau. Wer es in die Finger bekommt, wird praktisch unbegrenzte Macht haben. Das müssen wir verhindern. Unbegrenzte Macht? Auch wenn man keine Finger hat? Trotzdem, schätze ich.
In Ordnung, wir sind dabei. Bring uns zur Truhe. Wir kümmern uns um den Rest. Ich glaube, die sind doch ganz nett. Ziehen dich gerade ab, Wilbur. Da ist es schon. Hallo? Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder ist hier ein unsichtbarer Einbrecher? Das ist die Kiste. Also los. Cool. Also los. Huhu. Wir sollten aufbrechen, Captain Nate. Der? Ja. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Herr Ork. Moment. Dreh dich mal im Kreis. Nichts. Also gut. Seht zu, dass ihr wegkommt. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben es geschafft. Es gehört uns. Aber... Endlich können wir die Macht ergreifen und uns den Platz erobern, der uns zusteht. Nichts kann uns aufhalten. Uns erwartet eine Welt ohne Säugetiere. Eine Welt... Gehen wir. Du bist gar nicht betrunken? Glaubst du etwa, ich trinke orkischen Feuerwhisky? Außerdem will ich einen klaren Kopf behalten. Wir befinden uns immer noch mitten in den wilden Landen. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schiefgehen? Falsche Aussage, lieber Wilbur. Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Das hatten wir doch schon, kleiner Mann. Dein Mut ist bemitleidenswert. Aber von dir habe ich nichts anderes erwartet. Aber du! Ich hätte geglaubt, dass du deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefasel nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Oh nee, jetzt schon wieder. Kapitel 5. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Was? Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Allein ich frage mich, warum sollte ich dir die Macht zu Füßen legen? Teufel. Wow. Da seid ihr ja endlich. Ivo. Dürfte ich erfahren, was das war? Mein zukünftiges Ich hat seine Mission erfüllt und euch beiden hierher zurückgeholt. Zurück? Ich bin mit MacGuffin und dem Vieh aus dem Turm des Bösen entflohen. Ganz in der Nähe trafen wir auf eine Streitmacht der Allianz unter Führung des Erzmagiers. Des echten Erzmagiers. Aber... Er kannte dich nicht und wusste nichts vom Artefakt. Aber er hat schnell geschaltet, nachdem sein alter Freund MacGuffin die Sache erklärt hatte. Ihm war klar, dass keine Streitmacht rechtzeitig hier wäre, um euch zu helfen. Also hat er mir das hier gegeben. Modeschmuck? Das ist das legendäre Telarion. Der große Bruder von Wilbors Amulett, könnte man sagen. Es teleportiert einen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Du meinst... Runter! Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch.
Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Webur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein. Hoffentlich honoriert Webur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sehe ich gut aus. Und ich bin ziemlich tapfer, oder? Wir fangen Nate und mich also ab, nachdem er den Wettkampf gewonnen hat, und fliehen, bevor uns die Schattenarmee gefangen nimmt? Nein, ich habe einen anderen Plan. Und der funktioniert mit dem hier. Lege es in die Truhe des Artefakts und bringe das echte Artefakt hierher. Aber pass auf, dass du dich nicht dabei erwischst. Ich organisiere in der Zwischenzeit eine Transportmöglichkeit für uns. Nate, du musst dafür sorgen, dass dein anderes Ich den Wettkampf gewinnt. Warum das denn? Ich bin beim ersten Mal wunderbar alleine zurechtgekommen. Wie du meinst, aber dann behalte dich zumindest im Auge. Hier, zieh das an. Wir treffen uns hier wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die Schattenarmee eintrifft. Los geht's! Das erklärt einiges. Jupp. Das erklärt sogar sehr viel. Und ich bin jetzt erstmal weg. Teil 5 kommt wahrscheinlich morgen oder am Wochenende. Mal schauen. Das ist Kapitel 5 und so wie es aussieht, ist auch nochmal ein 2 Teile. Von der Länge her wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Also, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.